Hallo liebe Camper, wir sind heute mit dem Ventana Deluxe auf Fiat-Basis unterwegs, entlang des wunderschönen Nordostseekanals. Unser kompakter Ventana ist voll ausgestattet mit einem 140 PS Motor, 16 Zoll Leichtmetallfelgen und zusätzlich serienmäßig mit dem neuen, großartigen Panoramafenster. Und dieses Fenster bietet ein echtes Freiheitsgefühl und ist durch das natürliche Licht besonders gemütlich. Außerdem geht es de facto über das gesamte Fahrerhaus hinweg. Es ist getönt, doppelt verglast und verfügt dadurch über sehr gute Isolierwerte. Außerdem ist es ausstellbar und mit einem praktischen Mückenschutz sowie einem Verdunklungsplissé ausgestattet. Die gemütliche Sitzgruppe bietet Platz für bis zu 4 Personen inklusive ausstellbarem Tisch und direkt neben mir befindet sich die Küche mit einer großen Arbeitsfläche und natürlich ordentlich viel Stauraum. Noch mehr Raum für Großgewachsene bietet auch der neue Schlafbereich des Ventanas, denn hier wurde die Liegefläche auf der Fahrerseite vergrößert. Mit an Bord auch der kompakte Waschraum mit Dusche und Toilette für viel Komfort auf wenig Fläche. Unsere heutige Tour geht entlang des Nordostseekanals. Wie der Name schon sagt, verbindet er die Nordsee mit der Ostsee und gehört weltweit zu den meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen für Seeschiffe. Und hier gibt es genug Stellplätze für mich und meinen Ventana. Serienmäßig in dieser Saison ist auch der 90-Liter-Kühlschrank mit Doppelanschlag. Das heißt, ich kann mir auch von außen ganz bequem was zu trinken nehmen. In der Saison 2021 sind die beiden Ventana-Baureihen OnTour und Deluxe mit jeweils 2 Grundrissen erhältlich. Der K65 ET mit 2 Einzelbetten und der K60 FT mit einem Doppelbett. Mit dem praktischen Gasflaschenauszug von 2x11 Kilogramm Flaschen bietet Hobby seinen Kunden einen noch leichteren Flaschenwechsel. Serienmäßig im Deluxe und optional im OnTour. Der Ventana ist einfach super gemütlich. Egal ob französisches Bett oder Liegewiese in Längsrichtung. Besonders toll finde ich auch die Heckklappen mit diesem Wahnsinnsausblick mitten ins Freie. Und genau den werde ich jetzt genießen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.